Ja, und willkommen, meine lieben Freunde. Ja, zu einer weiteren Folge von Minecraft Roadlands. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier stehen geblieben. Hier hatte ich euch ja schon so ein Treppenbeispiel gebaut. Und jetzt geht's endlich weiter im Gemetzel im Let's Play. Ich habe ja gesagt, ihr müsst mir halt nur mal ein bisschen Zeit geben. Und dann gibt's auch neue Bauideen. Wir müssen jetzt mal den Zombie töten gehen. Na komm her, du! Level 17 sind wir jetzt mittlerweile. Oder 17 XP haben wir jetzt. Oder EP, ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber egal, auf jeden Fall, ne? Aber auf jeden Fall, in der letzten Folge sind wir ja da hinten stehen geblieben und haben das gebaut, also, ne? Wir werden jetzt weiterhin erstmal hier wieder an den Gebäude bauen, weil das Gebäude ist ja eigentlich schon im Prinzip fertig. Aber jetzt bauen wir halt dann jetzt an denen weiter, ne? Wenn ihr wollt, wie gesagt, wenn ich hier diese Bäume vorspule, ne, wenn ich die abbaue, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Interessiert mich sehr. Weil ich glaube, die wenigsten interessieren sich, glaube mal, wirklich, wie ich den Baum hier abbaue. Ne? Komm, geh weg. Geh weg. Mein Insel. Meine Rotlandinsel, nicht deine. Ja, Creeper. Ne? Au! Oh, fuck. Alter, ich werde jetzt gleich volle Kanne in den Creeper eingelatscht. Au! Mann, ich hab's ja kapiert. Ich lasse euch ja in Ruhe. Wow! Au! Okay, da hätten wir die jetzt auch los. Und auf jeden Fall, was wir jetzt in der Folge machen werden, das ist jetzt auf jeden Fall nur ein bisschen Holz sammeln, dass wir das Gebäude weiterbauen können und so drum dran. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Das heißt also für uns jetzt Material sammeln, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube mal, ich werde jetzt das Material sammeln einfach jetzt nach ein Cut. Einfach dann, ne? Schon bereithalten.
So, Freunde, und da melde ich mich wieder. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen gesammelt an Holz, ne, was wir halt so brauchen, ne. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich dieses Format jetzt vielleicht auch mal langsam anfange, auch mal immer mal zu cutten. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, trotzdem gerne eure konstruktive Kritik gerne unten in die Kommentare schreiben, ob euch das halt gefällt, ne, ob ich die Sachen cutte in dem, wo ich Sachen besorge, oder ob ihr halt die Zeit wirklich mitschauen wollt, also das heißt, wo ich halt Sachen sammle wie Baum oder so, oder wollt ihr halt, wie gesagt, nur lieber das Bauen sehen, wenn ich baue, müsst es mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, weil nur dann kann ich auch wirklich dieses Let's Play verbessern, liebe Freunde. Wenn ihr mir ein kleines Feedback dazu gebt. Das war jetzt mein Controller. Schöne Grüße daran. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade eben noch bis zur 31. Bis zur 32. Folge habe ich jetzt gerade noch Lego City Undercover aufgenommen. Und es ist auf Dauer, wenn ich es jetzt mal so ehrlich sagen muss, ganz schön anstrengend. Auf Dauer ist es wirklich anstrengend, immer ein Format aufzunehmen, ne? Das heißt also, wirklich, ne? Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber als YouTuber, ne, braucht man auch mal Abwechslung, ne? Zwischen den Formaten, ne? Das heißt also, immer mal ein anderes Format kommt immer mal gut an. Okay. Würde ich sagen, können ja hier auch noch so eine Reihe Birkenholz aufziehen. Das sieht dann von draußen bestimmt sau nice aus. Kann ich mir vorstellen. Und ich hoffe, euch haben bisher generell die Minecraft Rotland Videos gefallen. Ich will's hoffen. Weil ich mache ja die Folgen ja nicht umsonst, ne? Weil sonst, vielleicht, wenn ich dran denke, mache ich oben eine Abstimmung, ne? Na, oben hier. Wie ist es? Also, wenn ich dran denke, Freunde, dann mache ich, na, wie kann man dazu sagen? Mache ich halt oben rechts eine Abstimmung. Und da könnt ihr mir ja mal dann gerne hinschreiben, ob ihr halt mehr Hotland wollt oder nicht mehr.
Weil dann unterlasse es ein Minecraft-Projekt. Dann ist es mir auch relativ schnurz, wenn ihr es nicht mehr wollt. Also, es will jetzt nicht schnurze. Ich nehme halt gerne Minecraft für euch auf, ne? Ich nehme es gerne auf für euch. Ich nehme es gerne auf für euch und das wird auch immer so bleiben. Ne? So dass ihr es jetzt mal wisst. Ne? Weil es würde jetzt vielleicht schon wieder so klingen, als ob ich euch gar nicht gern habe, meine lieben Freunde. Nein, ich habe euch alle gern. Auch wenn es mit manchen Personen manchmal sauschwer ist, aber. Eins, zwei, drei, vier. So. So, jetzt muss er nur heile ankommen zu Hause. Ich zücke mal mein Schwert. Wie gesagt, ich mache euch mal eine Umfrage oben, ne? Oben rechts in der Ecke. Jetzt da oben, ne? Wie ihr wahrscheinlich seht, ich mache ja auch wieder mit Webcam und so, bla bla bla, ne? Das ist die Hauptsache, dass ihr die auch seht. So. Wie gesagt, ne, das hier. Dieses Gebäude. Ja. Wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit beanspruchen im Let's Play. Und keine Angst, wir werden auch mal was anderes im Let's Play machen. Also ihr braucht keine Sorge zu haben, ne, dass wir nur hier an den Haus bauen. Aber das Grundsätzliche soll. Entschuldigung, ich muss das jetzt skippen. Aber auf jeden Fall wirklich größtenteils werden wir auch hier wirklich nur an den Ding bauen. Weil das wird jetzt eigentlich dann. Das wird halt das größte Projekt halt, ne? Was bisher halt auf dieser Welt existiert. Und ja, die Welt werde ich auch mit euch gemeinsam großziehen. Wenn man es zwar so sagen kann. So, wie gesagt, ich werde jetzt mal nicht genau auf die Minutenzahl schauen. Oh Gott, gerade wenn man es erwähnt hat, ne? Schon wieder fast ein gutes 15-Minuten-Video, was wir hier bauen, ne? Wollte ich noch mal erwähnen, liebe Freunde, ne? Okay, Freunde, machen wir es also wie in den alten Minecraft-Videos, ne? Schön 20 Minuten. Das ist ja einer der Standard-Minecraft-Folgenlängen, ne? So 20 Minuten. Weil da habt ihr ein bisschen was von der Musik, da habt ihr ein bisschen was vom Gameplay, ne? Das wäre halt scheiße, ne? Wenn ihr halt hier fast gar nichts seht, weil die Aufnahmezeit einfach nur zu kurz ist.
Und ja, wenn ich manchmal, also persönlich gesehen, ne, ich habe auch noch Privatsphäre, ne, Freunde, persönlich gesehen, unter Zeitdruck stehe, ne, dann, also wie zum Beispiel, ich will jetzt zum Beispiel gleich oder so mit meinen Eltern weg, also nur ein Beispiel jetzt, ne, ich gehe jetzt nicht gleich weg, keine Angst, ne, ja. Ja, dass ich da halt dann wirklich nur ein 5-Minuten-Video halt mache, weil, beziehungsweise 9-Minuten-Video. Das kann man erstens auf die Schnelle hochladen bei mir, bei der Internetleitung. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich schon nicht sagen, weil es geht dann halt einfach nicht besser, ne? Da muss man halt dann einfach kurze Videos machen, ne? Es nützt dann halt alles nun mal nichts. Aber ja, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was in der Folge erreicht hier, ne? Dann kommt hier wieder so eine Eichenholzschicht wieder, eine Vierer hoch. Ne? Und wie wir das Dach bauen werden, überlasst das bitte mir, weil ich kenne mich ja eigentlich mit den Dächern aus. Freunde. Also das heißt. Ups. Das war ein Versehen. Und Freunde, ich weiß ja noch nicht, ob ich es jetzt euch schon gesagt hatte, aber die Berghütte, die ich da eigentlich hinbauen wollte, ne? Es kann passieren, dass wir sie nicht bauen werden, ne? Weil ich einfach dazu größtenteils echt nicht die Geduld habe, dann noch irgendwas Großartiges zu bauen, also wo man einziehen könnte oder so. Das hier soll ja sowas Ähnliches wie eine Mühle werden, nur bloß, dass es keine Mühle werden soll, ne? Sondern eigentlich für jede Person eigentlich ein öffentliches Gebäude, sage ich mal, ne? Freunde, wie hoch das Dach wird, kann ich euch auch noch nicht sagen, weil deswegen baue ich die jetzt einfach mal ganz random hoch. Die Stämme. Dann lassen wir. Wow. 3,5 oder 2,5 Herzen waren das jetzt. Mama mia, ey. Aber wie gesagt, auf jeden Fall. Das wird jetzt noch ein großes Bauprojekt hier. Auf diesem Server hier. So wie ihr es ja alle kennt. Server sage ich schon. Entschuldigung, Singleplayer-Welt. Ja, wie gesagt, um was wir hier noch alles bauen werden, das werdet ihr alles noch zeitig genug erfahren und vielleicht werden wir auch einige Sachen umbauen oder so. Ne? Kommt halt drauf an, wie ich jetzt am besten gelaunt bin. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade persönlich gesehen noch ziemlich gut gelaunt, weil ich ja erst hier vorhin ein Energy hinter mir habe. Dadurch bin ich noch ein bisschen aktiv hier, ne? Dadurch bin ich halt noch ein bisschen, aha, noch ein bisschen hyperaktiv. Beziehungsweise kann mich eigentlich noch ganz gut konzentrieren und bin. Okay, ich bin halt schon leicht müde. Und das eigentlich nur durch die Arbeit, bin ich ehrlich. Ja, ich weiß, man kann hier auch in verschiedene Richtungen rausgehen. Das hat ja einen Grund, weil hier kommt dann vielleicht noch irgendwann noch eine Brücke. Hier kommt dann. Vielleicht ein kleiner Steg hier, wo man dann rausfahren zum Angeln, ne? Wo man dann rausfahren kann zum Angeln, wie gesagt, ne? Wie gesagt, Freunde. Das wird sich alles noch entwickeln, bitte, Freunde. Verzeiht mir, wenn ich mal was nicht immer gleich fertig kriege oder so. Wie gesagt, das Haus hier ist jetzt noch reinste Baustelle, ne? Das wird mehrere Folgen dauern. Aber ich werde halt, wie gesagt, ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ab welcher Folge ich circa vielleicht mal eine Dia-Tour machen soll. Also, wo wir halt mal nach Dias suchen oder so. Auf jeden Fall. Freunde, aber dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal auch kostenlos, um kein Video mehr wie dieses hier zu verpassen. Wünsche ich jetzt euch noch einen traumhaften Tag und ciao, ciao, Freunde.